Pets, 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 Pets. Moin, moin, moin. Ob die Playa-Leute das nochmal irgendwann hinbekommen, Pets rauszubringen, ohne dass sie verbuggt sind. Also mit den Fundbedingungen ist echt der Hammer. Also erstmal hallo, wir haben heute hier ganz schick Gold-Event. Das heißt, dass der Towerbock zu finden ist. Das ist der, der die letzten Monate verbuggt war und nicht zu finden war. Und als Ausgleich dafür, dass er letztens nicht zu finden war, ist er jetzt zu finden. Und da kann man auch hier, wo haben wir unsere Quest? Da haben wir sie. Da musste man in die Ebenen von Oskor, also Oskotskor, irgendwie so hieß das. Gucken wir mal rein. Und da gab es ein besonderes Erdpad-Ei. Aber das Problem ist, dass Pet, also erstmal ist es findbar, das ist schon mal gut, grundsätzlich, weil die letzten Monate war es nicht zu finden. Aber jetzt ist das Problem, es ist irgendwie für jeden findbar. Und mit jedem findbar meine ich nicht jeder irgendwie, der jetzt hier schon das Pet freigeschaltet hat, kann es finden, weil es ja Gold-Event, da sollte es ja für jeden findbar sein. Allerdings ist es für jeden findbar, egal wie viele Pets er hier schon besiegt hat. Es gibt Leute, die haben gerade mal Kloppdiwupp freigeschaltet, haben heute gespielt und zack, haben die den schon gefunden. Oder einige sind hier auch gerade so davor, haben den 16. besiegt und müssen jetzt oder können jetzt hier den Towerbock leveln und mit Towerbock nochmal gegen Towerbock kämpfen, um Towerbock freizuschalten. Was sie nicht mehr müssen, weil sie schon haben. Ach, ein Teufelskreis. Echt schlimm, also irgendwie super buggy, aber was ich euch dadurch sagen möchte, ist, geht in die Ebenen von Oskor und holt euch das Pet. Auch wenn ihr gerade erst ganz frisch angefangen habt, jetzt auf Level 75 gekommen seid, irgendwie gerade euren Eierkorb gefunden habt, holt euch jetzt den Bock. Damit könnt ihr dann gleich super durchstarten. Das werden alle machen. Von daher, wenn ihr es nicht macht, fehlt euch einfach was und dann habt ihr den und ja, egal wie weit ihr seid, die perfekte Level-Taktik ist einfach den jetzt auf 100 ziehen und damit dann das Dungeon-Ding hier clearen. Wird ein bisschen schwer vielleicht, aber vielleicht könnt ihr dann auch den wechseln oder so. Zumindest kann man den jetzt hier locker kriegen und damit kann man auch alle anderen Pets, die davor zu finden sind, super leicht besiegen. Von daher, ja, it's not a bug, it's a feature oder so. Wir müssen jetzt erstmal noch einen Petkampf machen. Wir haben heute Feuer. Feuer war ja auch lange Zeit buggy, weil der hier nicht zu finden war. Von daher haben die meist nicht ganz so viele Pets, sind höchstens bei 15. Das heißt, das Pet hier maximal. Wenn wir mal gucken, Level ist niedriger wie bei uns. Und da gehen wir einfach mal mit Erde ran und machen zack, überspringen wir. Okay, unser Karnockel musste, der hat den Mantiflanzer schon auf 100. Aber noch nicht die nächsten freigeschaltet. Uiuiuiui. Wer weiß, was auf uns dazukommt. Weil wir wissen ja hier, der ist, glaube ich, nur im Winter findbar. Glaube ich. Müsste ich nochmal gucken. Den gibt es nur zu Silvester. Ist der im Winter? Jetzt muss ich nochmal gucken. Gucken wir gleich mal nach. Also hier nochmal im Forum die Bugmeldung zu den Pets. Echt krasse Sache. Mal gucken mal kurz bei Pets. Was war das jetzt? Erde? Ne, Feuer wollten wir gucken. Flossnessel ist. Ach, am Valentinstag war das Ding findbar. Genau, also die beiden Dinger kann auch keiner haben, weil, wenn nicht buggy. Von daher muss man den hier besiegen und der ist echt hart. Und den danach kann man auch noch nicht so weit kriegen, weil man muss das gesamte Dungeon-Portal sauber haben. Von daher muss man da dann auch den 20. schon besiegen, um da wirklich weiterzukommen. Und das war ja mit dem hier echt nicht möglich, weil Magier und Magier gegen Kundi, da kann der Kundi nicht ausweichen. Hier auch wieder, aber der ist ja ein bisschen stärker, wenn er da auf Stufe 100 ist. Aber da können wir mal vergleichen. Wir hatten ja da gerade die Werte, da gucken wir gleich mal rein, was der hier für Werte hat. 14.140 Geschick und 5,7 Millionen Leben. Gucken wir mal kurz, was unser Typ hier hat. 5,7, also kriegen wir naja, 700.000 Leben hinzu und etwa 2.000 Hauptattribut. Macht uns hoffentlich ein bisschen stärker. Aber trotzdem wird das noch ein echt harter Kampf, glaube ich. Und nicht sehr locker sein. Also ich glaube, da müssen wir ordentlich Free Tries oder Pilze rein investieren, um das zu schaffen.
Oder einfach nochmal 3 Monate warten, bis wir nicht Valentinstag, Silvester haben. So, hier können wir eine Quest machen mit ordentlich Gold und ganz wenig XP oder ganz viel XP und, naja, 2,5 Millionen weniger Gold. Was machen wir dann? Natürlich die richtig gute Quest, genau. Ja, du flatter mal ruhig, dich nehmen wir jetzt nicht. So, also, Pets laufen soweit. Den nächsten Kampf sollten wir auch gewinnen. Der hat nur 14, das heißt, der hängt bei Dragopyr. Sollten wir mit unseren Wasserpads locker schaffen. Also selbst der, also der sollte, müsste es schaffen. Der würde es zu 100% schaffen und zur Not haben wir noch den, der auch nochmal ein bisschen reinhauen kann. So, Pets, den konnten wir nur einmal füttern. Gab nur ein Fläumchen heute. Licht gab es überhaupt gar nichts. Richtig traurig. Erde haben wir gefüttert. Noch hier oben ein Äpfelchen übrig. Schatten genau voll gefüttert. Noch 3 übrig. Feuer ist auch voll und da haben wir sogar jetzt noch 4. Warte mal, die räumen wir mal nach hier oben so. Zack und so, dann haben wir die obersten 2 Reihen erstmal damit voll. Ja, und dann sehen wir schon, wir haben jetzt hier einen Edelstein. Einen großen schwarzen Edelstein. Das ist eigentlich immer das Beste, was passieren kann. Und den sollte man eigentlich auch immer sockeln. Allerdings, wenn wir mal hier so auf die Werte gucken, 281, der andere hier, das ist ein mittlerer. Der ist 94 und das war ein anderer großer, den wir gefunden haben. Der ist um Weiten besser. Also 281, ich weiß nicht mal, was ist hier der schlechteste Stein? Den würde ich, glaube ich, nicht mal hier gegen die schlechtesten Steine, die ich drin habe, austauschen. Ich guck mal kurz, ob einer von meinen Begleitern irgendwo noch was hat. Okay, hier könnte man den noch reinsetzen bei den Krieger, aber wir kämpfen auch gerade gegen den Krieger. Da wären Schwarze nicht ganz so besser. Okay, hier haben wir noch einen 54er drin. Da könnten wir den vielleicht austauschen. Und der Magier hat überall Intelligenz. Die auch alle. Na, okay, 600. Oh, 623 ist richtig schlecht. Aber da können wir den nächsten Intelligenzstein. Ach nee, ist ja 600, nicht 500. Nee, so schlecht ist der gar nicht. Hier haben wir noch 594. Nee, passt eigentlich. Dann setzen, ja, oder nehmen wir die 3 Millionen? Naja, machen wir mal. Gehen wir mal Kunigunde. Tun wir der mal was Gutes. Wir haben ja eh Gold. Hier oben jede Menge Schotter zurzeit, weil Gold-Event, da kam ein bisschen was rum. Können wir auch mal skillen. Also, nee, wir drehen erstmal am Glücksrad. Da gibt es ja vielleicht noch mal ein bisschen Kohle. Gucken wir mal, 10 Millionen Gold sollte jetzt eigentlich immer drin sein. Da gab es nur 5, das ist echt schade. So, nochmal 3. Also Gold gibt es ja heute echt nicht viel, muss ich sagen. Sollte eigentlich auch viel mehr sein beim Gold-Event. Oder haben die das runterskaliert? Ich hoffe mal nicht. Und da haben wir schon genug gedreht. Der Ring, ach, den können wir echt verkaufen. Der ist nichts wert. Und jetzt können wir 24 Skillpunkte skillen. Damit wären wir auf 530. Und wir gucken jetzt mal, wie viele Bonuspunkte wir da kriegen. Das müsste ja ein bisschen mehr sein. No, noch 17, 16, 15, 14. Und es rattert jetzt richtig schnell langsam und zu wenig Gold. So, was hatte ich gesagt? 530. Also haben wir 12 Punkte Bonus bekommen. Durch den Pet-Bonus und den Trank-Bonus. Richtig schön. Damit machen wir ein bisschen mehr Schaden. Ah, vielleicht können. Naja, oder doch. Nee, warte, Level up schaffen wir nicht mehr. Einfach mal aus dem Grund, wir brauchen noch 63 Millionen. Wir haben jetzt hier noch, noch 20 Alu im Petto. Gerade hier noch ein paar angefangen. Das gibt maximal noch, naja, 10, 20 Millionen. Gildenkampf ist auch schon durch für heute Nachmittag. Und da gab es auch nicht mehr ganz so viel, weil andere Gilde, hier hatte ich auch alles eingesammelt. Von daher werden wir morgen wohl erst aufsteigen, aber es gab ja trotzdem eine Menge Kohle heute. Was auch sehr schön ist. So, gucken wir mal, ob wir hier noch einen Gegner finden. Nö, leider nicht. Schade. Oh, angegriffen wurden wir. Ein bisschen konnte ich jetzt immer schon an Stein sichern. Mal gucken, wie viel der uns hier abgezogen hat. Oh, 44.000. Das ist echt viel. Habe ich wohl doch nicht so viel sichern können. Gucken wir mal hier. Um 2, da gab es 20.000. Ist man einmal auf dem Geburtstag, ja, und versucht ein bisschen in Ruhe zu essen. Da greifen einen hier alle an.
So, 10 Millionen. Ja, und warum gehe ich nicht auf Gold? Ihr seht ganz oft, hier ist das Goldcap schon erreicht. Einfach 10 Millionen. Und hier bei der 7-Minuten-Quest sind wir bei 10 Millionen. Hier bei der 5-Minuten-Quest auch. Da ändern sich einfach nur die XP-Werte. Und hier haben wir nochmal eine 5-Minuten-Quest, wo wir ein bisschen weniger haben. Da würde ich sogar fast sagen, dass die 10-Minuten-Quest, naja, okay, durch das bisschen mehr Gold bringt auch nicht wirklich viel. Aber ich würde sagen, wir nehmen die, die hat ein bisschen mehr Kohle, also gleich viel Kohle, aber bringt einfach extrem viel mehr XP. Von daher nehmen wir die mit. Und das würde ich auch den anderen unter euch raten, dass man hier jetzt nicht unbedingt immer stumpfsinnig auf Gold geht, sondern schon so ein bisschen auch den XP-Zähler im Blick behält, besonders wenn da irgendwo das Cap erreicht ist. Und das Cap gibt es ja, wie gesagt, nicht nur bei 10 Millionen, sondern auch bei kürzeren Quests. Wenn ihr nur noch unter 10 Alu übrig habt, kann das auch bei 7,5 Millionen, 5 Millionen oder so sein oder 2,5 Millionen. Je nachdem, wie lange die Restzeit noch ist, kann da auch schon ein Cap erreicht sein und dann sollte man vielleicht lieber die XP-Quest nehmen. Aber manchmal wird es auch überschritten. Das ist echt irgendwie eine komische Berechnung. Bin ich noch nicht so ganz hintergestiegen. So, schauen wir mal. Kampf haben wir schon alle geschafft. Sehr schön. Und dann werde ich gleich nochmal hier den nächsten Petkampf in Angriff nehmen. Und ansonsten. Ach nee, genau. Edelsteine. Warum die so schwach sind, wollte ich ja noch sagen. Das liegt einfach daran, unsere ganzen Gildenmember sind weg. Wir waren hier schon auf 700 noch was Ritterhalle und haben jetzt über 130 Punkte wieder verloren. Weil die ja jetzt hier alle fremdgehen zurzeit in der, wo haben wir sie hier? Switchcraft-Gilde. Und die traut sich auch keiner anzugreifen. Also eigentlich würde ich ja mal sagen, wir müssten die ja mal morgen angreifen. Einfach nur mal, um zu gucken, wie die sich so verteidigen. Und die sind jetzt schon weit. Die wollen, machen jetzt schon den Try beim letzten Boss. Und mal gucken, ob die das morgen geschafft haben. Dann kommen die ganzen Leute endlich wieder. Und dann gibt es auch wieder gute Edelsteine. Und hier sind schon ordentlich gute Leute von uns drin. Rüber. Bisschen schade, dass die mich nicht eingeladen haben. Ich hätte das mir auch gerne noch angeguckt. Aber da wurde natürlich jetzt ein bisschen Gold und ein bisschen XP durch den Gildenbonus verlieren. Aber naja, gibt Schlimmeres. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist hier die Stellung halten und dafür sorgen, dass der Gildenportalgegner sich nicht zu weit hochheilt. Und da müssen wir ein bisschen mehr Schaden machen wie gestern. Das war gestern eine echt peinliche Nummer und heute ist es, glaube ich, noch viel schlimmer. Nee, oder? Wir sind nicht mal erwähnt. So wenig Schaden haben wir gemacht. Wir haben null Schaden gemacht. Ey, das, was war das? Ich habe mir nicht mal die Zahlen gemerkt, weil ich dachte, da kommt noch was. Ich glaube, 3 Millionen oder so. Oh Mann, oh Mann. Ich glaube, das Video hier muss ich zensieren und löschen, die Stelle rausschneiden. Das darf keiner sehen, ey. Aber Hauptsache, hier machen wir es heute ein bisschen besser. 45% hat er. Es wäre schön, wenn wir den auf 150 Millionen heute runterhauen. 160 ist das Minimum, was ich erreichen möchte. Dazu fehlen noch 23 Millionen. Oh, und 14 Millionen Crit. Und da haben wir unser Minimum schon erfüllt. Und alles, was wir jetzt machen, ist Bonus. Und da müssten wir jetzt mal treffen. Aber der weicht einen nach dem anderen aus. Wir aber auch. Ein super spannender Kampf. Wenn er uns jetzt nochmal crittet oder trifft, sind wir raus. Und da treffen wir nochmal 10 Millionen Nicht-Crit. 22 Millionen. Richtig geil. Das war schön. Und da haben wir ihn auf fast 100 Millionen runter. Oh Mann, geile Sache. So muss das laufen. 32% morgen. 13% abgezogen. Das ist cool. Das ist schön. Und ich würde sagen, wenn es am schönsten ist, muss man aufhören. Von daher hören wir jetzt auf. Und wir sehen uns morgen wieder. Bitte denkt dran. Towerbock, Towerbock, Towerbock. Holt euch den, bevor es gefixt wird. Bis dann. Ciao.